Hallo erstmal, ich bin Jana von der Linksjugend und ich habe einen kleinen Beitrag vorbereitet. Geht ganz kurz. Hauptsache, die Sache macht Profit. Hauptsache, alle sind blind. Hauptsache, niemand schaut hin. Hauptsache, sie bekämpfen einander statt uns. Und Hauptsache, der Schornstein von jeder Fabrik raucht. Wir liefern, was ihr wollt, wenn hier irgendwer Krieg braucht. Ein Feigling am Computer schiebt die Drohne in die Schlacht. Auf der einen Seite Geld, auf der anderen Seite ein brennender Himmel. Die Unterrücken sind nicht im Besitz der grausamen Macht der Maschine. Und während Generäle dastehen mit ihrer Brust voll Orden, mit denen sie nichts anderes tarnen als ihre Lust am Morden, sehe ich Politiker, die ruhig schlafen, wenn es brennt. Kriege für Menschen, deren Namen wir nicht kennen. Für Konzerne, die töten, um an Öl zu kommen. Nationen, die andere ausbeuten wollen für das Kapital. Für die oberen Klassen, die nicht zögern, uns alle im Krieg verrecken zu lassen. Die nicht zögern und uns unsere Freiheit zu nehmen, uns alles zu stehlen und uns dann eine Waffe in die Hand zu geben, um für ihre Interessen in den Tod zu gehen. Schluss mit brennenden Olivenhainen, Schluss mit Imperialismus und Krieg, Schluss damit, Kapitalinteressen zu verteidigen. In dieser Welt verursacht Gewalt Profit und Profit Gewalt. Wir müssen ausbrechen aus diesem Kreislauf, Segel setzen für die neue Welt, denn Menschen können und wollen friedlich zusammenleben. Heute zwingen wir sie für den Krieg alles aufzugeben. Der Beginn dieser neuen Welt heißt Zusammenhalt, Solidarität und Widerstand. Es heißt gegen die den Krieg unterstützen, gegen zwielichtige Zweckbündnisse. Es heißt, auf die Straße zu gehen, um was zu verändern. Nicht wegzuschauen, wenn jemand Hilfe braucht. Und sich gegen die zu stellen, die anstatt die Ursachen auszulöschen, versuchen, die Folgen zu bekämpfen. Und ja, das geht vor allem an die AfD. Denn wer Waffen exportiert, darf sich nicht wundern, wenn Menschen flüchten müssen, weil diese Waffen ihnen sämtliche Lebensexistenz geraubt haben. Vielen Dank.